Hast du noch einen Zaun? Mir fehlt da ein Zaun, den ich nicht habe. Ich habe Birken- und Eichenzaun. Oh. Warte mal, Eiche? Nee. Doch, Eiche war richtig, ne? Ja. Ich verwechsel hier die ganze Zeit alles. Wobei ich gleich auch noch wieder den Zaun brauche. Eigentlich habe ich jetzt viel zu viel gegeben, aber. Hier. Ich hab nur einen. Okay. Du willst rein theoretisch nur hier bei der Kreuzung, ne? Wäre echt schön aus, muss ich sagen. Ja, die anderen würde ich halt normal beleuchten oder eben halt auf Tier. Hat halt was, wenn die alle so sind, weißt du? Wenn alle Ressourcen. Alle wären ein bisschen. An Ressourcen fehlt's nicht. Nur Ressourcen sollten nicht scheitern. Wir haben einige Ressourcen. Wir können ein bisschen weghauen, den Kram. Lala. Habe ich mir auch wieder ein paar Holzfahrzeuge gemacht. Machst du mir zwei Lampen hier auf die beiden Dinger hier? Am Anfang oder was? Hier bei mir. So ja. Wie du da hast. Das wäre voll lieb. Ich ja, was? Und im Prinzip könntest du hier auch noch eine, wo ich jetzt gerade mal so ein Stück Erde mache. Oh. Einen Moment. Ich habe nämlich keine Holzzweine mehr. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ja. Wie mache ich das denn? Hey, darüber kann ich nicht springen, schau. Oh, falsch. Hab ich Erde. Wo ich mich hier mit hin? Das da, das da. Zack, zack. So. Gut, dankeschön. Dann leuchtet. Haben mich noch hier irgendwo Leitern? Habe ich nicht. Shit. So. Ich muss ja sagen, ich würde ja gerne ausprobieren. Fett. Ich mach das hier mal. Ich probiere mal was. Da hinten war es ja zu steinig. Hier finde ich es zu hölzern. Vielleicht passt ja hier Cobblestone Wall hin. Keine Ahnung. Ist nicht so viel Holz. Bei Cobblestone sind wir aber auch nicht wirklich. Reiches. Vier Stück. Wow. War es nicht zufällig Cobblestone? Ah, hier, warte mal. Hier haben wir noch ganz viele Bruchsteine. Mauern. Okay. Was sagst du hierzu? Moment. Hm.
muss sagen, das gefällt mir. Warte mal, was ist, wenn ich zwischen immer mal so ein... Nee. Haut nicht. Ich muss sagen, das sieht sogar echt gut aus. Ein bisschen Beleuchtung brauchen wir auf jeden Fall trotzdem noch in den restlichen Pillern. Ich weiß nicht, willst du da jetzt die normalen Lampen noch machen oder? Entweder das, ja, oder. Kennst du noch diese NPC-Lampen da, wo ein Stück Wolle oder sonst irgendwas drauf ist und dann da drum fackeln? Ja. Weiß nicht. Nee, das. Ich glaub. Ja, nee. Warte mal, bin ich eine einzelne Fackel oben drauf? Das ist zu hoch, da würde ich glaube ich dann sagen, ja, einfach nur auf den. Nee, also dann würde ich das, den Holzzaun wegmachen und da einfach die Fackel draufsetzen, das geht auf jeden Fall. So wie du es quasi da hinten links hier einmal hast hier. Ja, ja. Ja, was sagst du da wegen dem Cobblestone? Guck mal. Links, rechts. Dass das nicht mehr aus Holz wird, eventuell, sondern. Find's irgendwie aus Holz schöner. Okay. Nämlich Holz. Wenn's eigentlich auf jeden die Richtung nur mit Stein lassen. Weil. Ach ja, und hier soll ich dann hier nochmal Dinge zeugt. Noch eine Laterne. Ja, wo der Erdklotz ist, ja. Habe ich mir so gedacht, das passt da ganz gut. Ich hab's geschafft, jawohl. Das hast du gemacht? Ich hab mich auf diese Crafting, also auf die Workbench hier gestellt. Bin draufgesprungen, hab den Tageslichtsensor da drauf gesetzt, weil ich da nicht dran gekommen bin. Sah sehr spektakulär aus auf jeden Fall. 1, 2, 3. Willst du keine. Willst du kein Holz von mir haben? Aus Holz? Ja, ich hab jetzt Holz gemacht. Geholt. Also. Gut. Erstmal dort. Crafting. Ich finde aber echt, wir müssen das Feld mal ein bisschen mehr beleuchten. Irgendwie ziemlich mager beleuchtet. Und muss ich das gleich mal wieder abfarmen da. Das Daylight ist irgendwie da. Game Rule. Ne, nicht Game Mode. Game Rule. Du. Daylight Circle. True. Hier kommt das irgendwie sofort, jetzt ist wieder fixiert und ich wusste gar nicht davon. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich es wieder angemacht habe. Ja, stimmt. Ich bin irgendwie nicht dumm. Ich gar nicht schlafen gegangen. Ja. Ah, da brauche ich zu viel. So. Dürfte eigentlich. Das leuchtet. Fische sind aber auch ein bisschen viel eher, muss ich sagen. Guck mal, ein bisschen Farbe. Am Ende brauchen wir Farbe und bei einem Ozean ist ja der Spawn richtig hoch. Hast du noch Holz? Holz, ja, hab ich. Welches? Unbearbeitet. Am besten. Ich hab hier, ich hab hier. Naja, ich nehme alles. Und ich hab noch ganz viele Zäune. Ein paar Zäune. Ne, hab ich noch. Alles gut. Zäune habe ich, glaube ich, genug.
Hut. Hut, Hut. Hut, Hut. Hier steht irgendwie echt an jeder Ecke in der Mecha-Crafting-Box, so eine Crafting-Box, ne? Da steht eine, da hinten steht eine, hier steht zwei sogar. Da ist eine, bei dir ist eine, im Haus ist eine. Da drin ist wahrscheinlich auch noch eine. Hier liegt ein Ei auf den Stufen. Wow, das sind aber ganz schön viele Eier. Ja, das geht ganz schön schnell da. Dass wir nachher dann noch eine Kiste dann müssen. Ach, wenn sie voll ist, ist sie halt voll, das ist ja nicht so schlimm. Also. Ist da noch einer? Du kannst ja einen Trichter an die Kiste dran tun und dann eine nächste Kiste anschließen. Ja, aber. Kannst ja auch einfach auslernen, woanders einlagern. Aber ich weiß nicht, so viel Eier, irgendwann ist halt dicht. Was willst du denn machen? Was heißt dicht? Ja, komm, du brauchst nicht 500 Truhen voll mit Eiern. Das ist eigentlich dann egal. Eier, wir brauchen Eier. So, hier mal die Hühnerfütter. Ich geh mal ein bisschen Kisten ein. Brauch ich nicht. Nope. So, ich bin mal eben das Volk füttern. Dass das noch schneller geht. Bitte? Entschuldigung, was? Ich sagte, ich bin mal das Volk füttern, damit es noch schneller geht. Ah, und das ist ganz schön. Das Volk ist ganz schön viel geworden. Wow. Ey, Volk, guck mal hier. Wimpert, meine Hühnchen. Wimpert. So, ich hoffe, das sieht nachher in Ordnung aus, was ich jetzt habe. Oh. Ja, also aus einem 64er Stack ist ein Dingens geworden. Was? Ja, aus einem 64er Stack ist ein 18er Stack geworden. Von was? Von redest du gerade? Von Damen. Ah. Gerade die Hühner bespaßt. Hast du eine Kiste? Ich muss noch Kisten machen gerade. Eine Tür. Was? Eine Tür? Eine Tür, ja. Ich hab Türen, ja, warum? Schmeiß mir die mal zu den Hühnern rein, bitte. Wofür brauchst du jetzt eine Tür? Ich will einen Ausgang machen, wenn man ins Bad reingeht kurz. Du sollst doch eigentlich nicht ins Bad reingehen. Ja, aber sonst kann ich doch nicht richtig füttern. Du musst sie doch auch nicht füttern. Eigentlich ist das total übertrieben, was du machst. Das ist total Quatsch. Okay. Meiner Meinung nach. So. Jetzt werden es noch mehr. Ja. Das Bad muss bald verdoppelt werden. Ich will das Riesenbad haben. Ich will die nach einer Zeit ja auch ein bisschen schlachten, weißt du? Ein bisschen, ja, du kannst Feder, ja... Feder für Feinde. Du kannst, ne, auch einfach daneben noch eine normale Hühnerfarm machen. Da kannst du die auch vernünftig schlachten, weil im Bad ist das schwierig. Und dann hast, machst du daneben... Ja, das Schwert macht ja jetzt ja, Flächenschaden. Sprich, du kannst da kann quasi daneben ein Gehege machen, da wirfst du einfach dann die Eier alle rein, dann hast du da Hühner, die du einfach schlachtest und die sind nur zum Legen da oder so, keine Ahnung. So, mach mal Kürbiskuchen. Kürbiskuchen.
Heißt, wir müssen unbedingt mehr Zuckerrohr anpflanzen. Warum? Das ist gut. Also. Kürbiskuchen ist voll das gute Essen. Ich passe hier die ganze Zeit nicht auf, ey. Restlichen. Bitte? Die restlichen Eier lege ich wieder zurück. Ich hab doch einen Kürbiskuchen. Hier. Oh. Hinter dir. In dir. Wirklich. Das ist so ein bisschen viel. Inzwischen können wir echt umschmeißen mit dem Essen, ne? Ja. Nicht so schlimm. 24 Kartoffeln. Nochmal. Nochmal. So. Hast du irgendwie ein paar Fäden noch? Fäden. Hab ich. Sollen wir mal so eine Angel machen können? Ich habe aber auch noch eine Angel in meiner Kiste. Hier. Ich habe hier oben zwei Kisten, dass man in einer Kiste die Fische reinschmeißt und in der anderen Kiste Angeln reinschmeißt. Aber Fäden dürften wir ganz schön viel da haben. So über einen Stack wahrscheinlich. Hast du die mal... Die Fäden allgemein da reinlegen oder was? Nicht die Fäden, die Angeln. Warte mal, dann crafte ich mal ein paar Angeln. So zwei, drei. Ich würde mal. Kann man die enchanten? Ich guck grad mal. Ja, kann man enchanten. Wie gesagt, wenn du da die beste Angel drauf hast, dann kannst du da eine ganz schön gute Angel machen. So, ich habe mal 5 Angeln gemacht, ne? Drinne. Naja, zumindest ein bisschen. Jetzt die Kartoffeln abpflanzen, also abernten. Oh, gut. Jetzt wird es dunkel langsam. Hattest du noch Erde? Im Inventar auch vielleicht sogar. Bitte? Eventuell Erde im Inventar. 5, ich hab die in die Kiste geschmissen, da ist noch viel Erde. Auch eventuell Erde. Okay. Wollen wir mal Schläfchen machen, ja? Ja, warte. Bin gerade noch bei den Feldern. Also, du musst dich kurz gedulden. Dann mache ich noch ein paar Fackeln, weil das. Was? Okay, wir müssen das Feld auf jeden Fall noch besser beleuchten. Das war klar. Oha. Ja, obenrum ist ja gar nichts, weißt du. Aber guck, jetzt leuchtet alles und jetzt siehst du auch, dass die eingerahmten recht gut leuchten. Was ist mit diesem Skelett? Was? Es ist übertrieben gerade die ganze Zeit um mich herum gehüpft, wie so ein. Dann hat sich ins Boot gesetzt. Dann konnte es wenigstens nicht mehr durch die Gegend hüpfen.
Okay, jetzt können wir können das rein theoretisch auch mal nutzen. Es ist zwar gefährlich, aber wir wissen, wo es nicht hell genug ist. Was meinst du gerade? Sollen wir das mal nutzen? Hä, was? Sollen wir das nicht mal nutzen? Wir jetzt sehen, wo es nicht hell genug ist. Wo es nicht hell genug ist? Ach so. Das sind einige Stellen.